Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Freunde des gepflegten Schachsports. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Okay, das war natürlich wieder der Anfängerfehler, nicht den Ton ausgestellt beim Video. So, es müsste eigentlich im Moment losgehen. Ich habe noch keine Herausforderung bekommen. Worum geht es? Banter Blitz Cup 2019. Erste Runde spiele ich gegen den lettischen Großmeister Arturs Naiksans. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist die Herausforderung. Okay, ich glaube, ich schaue mal, ob ich ihn finde. Hier ist sie. Da, okay. Moment. So. Okay, geht los, würde ich sagen. Accept. So, ich schaue mal kurz, ob man es sehen kann. Das sieht gut aus. Dann kann es losgehen. So, E4. Sizilianisch. Okay, ich bringe meinen Läufer raus. Springen zu 6, gut, den schlage ich. Okay, Springer C4 sieht sinnvoll aus. B5. Gut, gehe ich mal hier hin. Es geht vor allem darum, schnell zu spielen, weil wir bekommen keinen Aufschlag und insofern denke ich nicht allzu sehr über meine Züge nach, sondern versuche vor allem irgendwie sinnvolle Züge zu machen. Okay, was ist das? Ist das schlau? Na, ich spiele es einfach mal. Nicht zu viel nachdenken, die Zeit werde ich noch brauchen später. Okay, Springer D7, Dame F3. Ich kann natürlich jederzeit auf B5 schlagen. Er spielt so. Okay, jetzt kann ich E5 spielen. Ist vielleicht ein bisschen gewagt. Dame F3 sieht eigentlich auch sehr logisch aus. So, Läufer F4 möchte ich spielen mit dem Läufer raus. Gut, er kann jetzt tauschen, Läufer F6 spielen, spiele ich trotzdem Läufer F4. Nicht so viel los, ich habe ein bisschen bessere Entwicklung. Aber okay, noch nichts weiter passiert im Prinzip. So, okay, Läufer F4. Dorthin zurück, gut, jetzt tausche ich. Das sieht eigentlich sehr sinnvoll aus, gefolgt von E5. Sieht nach ein bisschen Angriff aus. Ich könnte auch den Läufer nach D6 bringen. Ist vielleicht auch nicht dumm. Und dann E5 spielen. Also hier, es riecht. Es riecht noch was. Jetzt könnte ich irgendwas machen. Okay, das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt E5. Läufer E7. Gut. Dame E4. G6. Okay, ich tausche mal auf B5. Ja, vielleicht war das nicht unbedingt nötig, aber egal. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen ungünstig gespielt. Um es vorsichtig zu sagen. Das war nicht so gut. Okay. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, er muss einen Bauern schlagen, sonst kommt Läufer E4. Ich glaube, mit dem Bauern wollte er nicht schlagen hier. Läufer schlägt, kommt Turm A6. Okay. Na, jetzt haben sich meine Remischancen noch deutlich erhöht hier.
Ich muss nur schauen, dass ich nicht zu langsam bin. Aber sonst sollte es ziemlich remisig hier sein. Tja, also hier wird es vor allem um Geschwindigkeit gehen. Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich besser. Stehe ich sogar auf Gewinn. Oh je. So, Brücke bauen. Das war ungünstig. Okay, ich soll zumindest nicht verlieren, das wäre ganz gut. Na gut. Okay. Warm-up. Bisschen nervös. Aber gut, Hauptsache nicht verloren. Bisschen schneller werden auf jeden Fall, sonst wird das schwierig. Mit der Maus. Spanisch. Gut, ich glaube nicht, dass das die kritischste Variante ist hier. Aber okay, einfach normale Stellung. Ja, Lauf E6, Springer G5 war vielleicht nicht so sinnvoll. Aber gut. Einfach schnell irgendwelche Züge machen. Okay, ich tausche den mal. Springer schlägt B3, B6. Dame E6 als nächstes, sieht eigentlich ziemlich vernünftig aus für mich. Könnte vielleicht mit F5, aber einfach mal normales Schachturm D8. Ah, jetzt kommt vielleicht B5. Ja, B5 ist ein bisschen lästig. Dame C3. Na gut. Wird Zeit. F5, auf geht's. Gerade wo jetzt die Dame auch auf der Diagonale steht, sieht das recht sinnvoll aus. Er geht zurück. Okay, komm, auf geht's. F4, G5. Gut, Dame. Dame G6 oder Springer G6? Oder Läufer F6? Ja, Läufer F6. Jetzt endlich B5, ja? Na gut. Naja, ob das so gut war? Ja, gut. Springer D7. Sieht eigentlich recht solide aus. Obwohl, Turm D1. G4, ja. Turm D1, G4. Okay, G4. Springer H2, Läufer D6. Brauche ich das eigentlich? Gut, ich mach's mal Läufer D6.
Gut, König G7, Turm H8, Turm H6, Dame H6 und Matt im Prinzip ist der Plan. Ziemlich einfacher Plan, aber Dame E2 muss ich ein bisschen aufpassen. Gut, den schlage ich. Okay, also er scheint völlig entspannt zu sein, aber ich wäre hier nicht so entspannt. Das sieht eigentlich komplett verloren aus jetzt. Okay, das geht scheinbar noch. Ah, es muss doch Platz sein hier, komm. Es ist doch platt. Es kann mir doch hier niemand erzählen, dass das nicht platt ist. König H1, einziger Zug. Und dann schlage ich alle seine Bauern raus. Aber ich dachte, König H1, einziger Zug. Das führt doch zu forciert zu matt einfach. Ja, okay. Okay, gut. So, mal kurz was trinken. Ich hoffe, ihr genießt die Show. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Alles läuft einigermaßen. Ich schau mal kurz. Ja, ich sollte den Score mal updaten kurz. Vielleicht. Ich schreibe mal kurz, dass ich den Score update. So, wo machen wir das? Hier. Okay. So, und hier. Okay, so, jetzt kann es weitergehen. Okay, ah, das ist so spannend hier. Anstrengend. So, nochmal sizilianisch. Spielen wir jetzt dieselbe Variante. Lief ja eigentlich ganz gut für mich, von daher, ich hätte nichts dagegen. Okay, wir spielen diese Variante. Okay. Time on off. So, ich schlag hier. Läufe E2. Entwickle ein bisschen meine Figuren. Gut, Dame G3 sieht sinnvoll aus. Den Tausch würde ich ganz gerne eingehen. Und nach D6, gut, der Bauer hängt auf G7, von daher muss mehr oder weniger die Damen tauschen. E5. So, jetzt kann ich nicht schlagen, weil dann Zugwiederholung ist. Gut, machen wir mal Läufer G5. Ich glaube, das ist recht normal hier. H3. Okay, F4. Das Problem ist jetzt, okay, H5. H4 kann ich nicht gut schlagen, nehme ich mal an. Warum eigentlich nicht? Ich sehe es nicht. Ich schlage einfach. Wenn er schlägt, Dame schlägt H4, springe E4, habe ich Dame H8 Schach. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. E4, Dame F4. Sehe ich jetzt auch nichts Schlimmes, was er machen kann. Von daher, ich habe nicht gesehen, warum nicht. Also schlage ich den Bauern einfach. Und der hat scheinbar auch nichts Vielversprechendes jetzt gesehen. Okay. Läufer F2 sieht sinnvoll aus. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dieser Diagonale. Jetzt droht auch Läufer G5. Es drohen verschiedene Sachen. Ich habe ein bisschen Angst.
Aber noch kriege ich alles verteidigt, scheinbar. B3. F6. Okay, ich mache mal diesen typischen Trick. Springer D5 ist meine Idee. Das hat er natürlich gesehen. Aber jetzt G4. Sieht sinnvoll aus. Achso, er will C5 spielen natürlich. Er lässt G5 zu, das ist überraschend. Okay, Springer A4. Er droht doch eigentlich nichts. Also ich ziehe einfach weiter vor. Springer Turm B4. Gut, jetzt vielleicht mal Springer A4. Obwohl, den könnte er manchmal schlagen, muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, H5. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Ah, gut, ich schlage mal den auch noch. Den decke ich. Okay, jetzt spielt er ganz schön fix. Springer C3. Turm D4. Ich habe hier ein bisschen Ideen. Springer D5. Okay. Okay, ich möchte eigentlich gerne Material auf dem Brett halten, weil ich ein bisschen Angriffsideen habe. Er opfert die Qualität, aber das geht doch gar nicht. Der Läufer hängt. Das ist ja jetzt ein Turm mehr. Sein König hat immer noch nicht so viel Schutz. Und Schach hier. Dame D8 wäre eben schon ziemlich gut gewesen. Okay, das Matt sollte nicht mehr so weit sein. Noch sehe ich es leider nicht. Gut, ich gebe mal einfach eine Reihe von Schachs. Okay, da, so. Ja, wieder ein bisschen wackelig, aber okay, irgendwie geschafft. Okay. 12,5 wäre ein bisschen zu viel. 2,5. Okay, so nächste Partie. Bin ich wieder schwarz. Okay, er spielt diesmal italienisch. Ah, Springer F6 sollte ich machen. D6. A6. Rochade. Okay. Läufer E6. Ist eine recht populäre Variante gerade. Okay, ist ein bisschen ungewöhnlich, den einfach zu schlagen. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber gut. Okay, ich bringe mal meine Dame ran. Turm F8. Okay, B5. Vielleicht steht die Dame nicht so optimal auf G6, aber gut. Ich habe das Gefühl, hier in der Praxis gibt es immer gefährliche Ideen auf jeden Fall. Okay, Läufer B6, decke ich den Bauern. Um ehrlich zu sein, die Dame steht ein bisschen verkehrt. Also, ich kann nicht Springer G6 spielen. Es wäre eigentlich wünschenswert,
Okay, ich decke mal den Bauern. Weil hier ist es recht fest am Damenflügel. Dame B3. Ich weiß nicht genau, was er will. Gut, H5 bietet sich an, es droht Turm schlägt F3 bereits. Gefolgt von H4. H4 selber ist natürlich gut. Ist es schon an der Zeit oder sonst kommt Springer G5? Ich glaube, es ist an der Zeit. Na, vielleicht ist es verfrüht. König G2. Na, werden wir sehen. Auf jeden Fall Kompensation. Um F4. Ah, komm, Turm schlägt H5. Okay, also ich muss den schlagen. H4. Ich könnte auch den mal schlagen. Warum schlage ich den denn nicht? Na, mach ich's gleich. Obwohl. Ah, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so gut. Springer F4. Das ist ein Zug, den ich nicht gesehen habe und ich glaube, jetzt verliere ich sofort. Ist das natürlich schlecht. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Um es vorsichtig auszudrücken. Das musste nicht so laufen. Na gut, ein paar Züge können wir noch machen, aber dann kann ich aufgeben. Springer G7 wird wohl nicht reichen für mich. Das geht auch. Das sieht aus wie Selbstmord. Tja. Jetzt sind meine Chancen besser geworden, aber ich habe keine Zeit, von daher ist es auch hier leider verloren. Okay. Okay. Gut. Oder auch nicht so gut, aber die Führung habe ich noch. Von daher bin ich ganz guter Dinge, Freunde. So, nochmal. Bisher ist das ja ganz vernünftig gelaufen, glaube ich. D6. So ähnlich wie eben eigentlich. E5 sofort. Okay. Na gut, ich mach mal auch F4 sofort, obwohl das ist wahrscheinlich zu früh. Springer H5. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja, das war nicht so gut.
Ne, hier steht er schon angenehmer. Obwohl, ich hätte eher auf G4 geschlagen an seiner Stelle, gefolgt von Läufer 6. Jetzt ist es wieder okay für mich, denke ich. Okay, Tommy 1 bringt nicht so viel. Ja, es fühlt sich ein bisschen wackelig an hier. Auch mit dem Bauern auf E5, der könnte schwach sein, aber er muss auch den Bauern auf E6 verteidigen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Aber vielleicht ist es einfach gut. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der ist nicht gut. Er kann auf F1 schlagen und dann auf E5 tauschen. Ich wollte Dame E5 Turm E1 spielen, aber so ist es leider ein Problem. Na gut, es hängen immerhin ein paar Bauern. Aber in der offenen Stellung ist der Läufer ziemlich gut, von daher. Gut, mal sehen, wenn ich den Bauern auf A6 noch bekomme. Ist rot matt. Okay, ich sollte tauschen. G3. Läufer D6. Okay, ich muss schnell spielen auf jeden Fall. Ach, er hat schon gezogen, ich habe das gar nicht gesehen. Ups. Ja, okay. Okay, machen wir Remis. Sieht relativ vernünftig aus in dieser Stellung. Okay. 3-2. Okay.
war zufrieden mit der letzten Eröffnung, von daher, ich spiele das gerne nochmal. Okay, ist im Prinzip dasselbe. Sehr ähnliche Struktur wie eben, nur diesmal ist der Springer. Okay, er schlägt mit dem Bauern, aber ich glaube nicht, dass das besonders gefährlich ist. Oh, ich habe natürlich direkt den hier eingestellt. Ja, ich spiele ein bisschen zu schnell manchmal. Er hat es verpasst. Springer schlägt E5, sieht ziemlich gut aus. Okay, also sollte ich den decken, den Springer auf H5. Ich weiß nicht, ob Dame G4 sinnvoll ist, aber sieht ganz vernünftig aus. B5 könnte ich auch mal machen. Okay. Ja, keine Ahnung, was hier los ist, also wahrscheinlich irgendwie ausgeglichen. Turm B8 ist komisch. Okay, ist natürlich ziemlich ausgeglichen. Hat er gerade den Bauern einfach eingestellt? Oh Mann. Wo will ich mit dem Springer hin? Nach C6, ne? Ah, das war nicht gut. Jetzt gehe ich um das C4-Feld. Das war nicht gut. Hmm.
Okay. Ja, da in der Schlussphase habe ich da einen Fehler gemacht. Das war das Problem. Also 3 zu 3. Erstmal läuft E2 und dann F4, das ist bestimmt schlauer. Das ist ein bisschen ein komischer Zug. Wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Zug. Ja, verdammt. Obwohl, ich kann noch den Läufer ziehen. Aber das war nicht so gedacht. Das war nicht so gedacht. Ich dachte, ich könnte Springer A4 spielen. Gut, er hat kein Opfer auf B3. E4 kann er nicht schlagen, soweit ich das sehen kann. Aber gut, er kann natürlich Dame A3 oder sowas machen. Ich dachte, das würde nicht gehen. Achso, er kann auf E2 schlagen. Aber das ist auch nicht besonders. Ah, okay, er schlägt nicht zurück auf F8. Okay. Aber ich habe Springer C7. Das sieht ziemlich stark aus. Ah, hat Läufer D6. Okay. Läufer D6. Das ist natürlich ein wichtiger Zug für ihn. Na, ich kann trotzdem schlagen. Ja, das sieht gut aus. Läufer G4. Jetzt habe ich die beiden Läufer, das müsste ziemlich gut sein. Wahrscheinlich gewonnen. Okay. Partie geht noch weiter. Okay, jetzt gewinne ich noch den Bauern auf E5. Das ist natürlich auch hilfreich. Die beiden Läufer ist natürlich schon eine Freude hier. Das kann jetzt. Okay, das war vielleicht nicht nötig. Okay, laufen wir mal weiter.
Warum ist diese Partie noch nicht vorbei? Okay. Ich glaube, es war eine ganz vernünftige Partie. Bis aber am Anfang der B3-Zug, der war nicht so gut, aber sonst war es, glaube ich, ganz vernünftig. So. Bisschen was anderes diesmal. Ich spiele nicht mit Läufer E6. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Operation so gut ist für mich, aber okay, den habe ich gar nicht gesehen. Ist auch, glaube ich, nicht gut, oder? Springer schlägt F2. Aber er muss nicht schlagen. Ja, ich glaube, ich stehe relativ schlecht. H4. Oder Springer schlägt G5. H4 sieht ziemlich überzeugend aus. Na gut, noch nichts weiter passiert. Ich musste D4 verhindern. Dame H5, ne, Springer schlägt C4. Das sollte in Ordnung sein, sonst springt D5. Ich denke, die Stellung ist okay, aber ich habe nicht so gute Zeit. Sieht ein bisschen selbstmörderisch aus. E8, ja. Das hätte ich sehen können.
Ah, Dame E5. Das ist schlau. König F8, Dame F6, König F7, Dame C7. Oder Dame E6, okay. Ja, das war nicht so eine gute Partie. Wir halten es spannend für euch. Auf jeden Fall. Okay. Will das wirklich nochmal spielen? Habe ich nichts dagegen eigentlich. Hier trotzdem. Wow. Okay, es kann sein, dass ich hier richtig untergehe gleich. Sieht zumindest danach aus. Ja, ich muss mir irgendwas einfallen lassen gegen dieses System. Ich komme hier nicht so gut raus in den letzten Partien. Das ist natürlich provokant gespielt. Ich nehme das mal an, das Opfer. G6 ist Pflicht. Dann gewinne ich die Qualität. Und behaupte mal, dass ich gut stehe dann. Na, er muss G6 spielen, sonst Lauf F7, Turm F5 ist keine Diskussion. Läufer H6. Ich denke, ich stehe gut hier. F4. Springer C5. Ich glaube, das ist vorbei. Mehr oder weniger. Also Dame A7. Dame F8 gewinne ich das Haus, oder? Ja, das sieht nach einem Hausgewinn aus. Okay, das ist ein bisschen viel, ja? Springer C5 sogar noch. Das ist ein bisschen viel. Turm und Figur. Okay. Es funktioniert einigermaßen. Ich hole mir mal kurz was zu trinken. Okay, wir aktualisieren den Score und dann geht's weiter. So. Jetzt muss ich mal mit Schwarz gegenhalten, das wäre gut. Okay, jetzt kommt was anderes hier. Keine Lust mehr. So laut die Variante gar nicht. Ups. Na gut. Upsi. Das macht man nur nach Springer A3, dieses Springer A5. Aber okay. Jetzt steht mein Läufer ein bisschen komisch.
normale Sizilianerstellung, wollte ich gerade sagen. Fast was eingestellt schon. Aber jetzt noch alles im Rahmen. Denke ich okay. C5. Durchläufer G4, recht unangenehm, denke ich. Ja, ist vielleicht rechtzeitig mit D4. Jetzt stehe ich schlechter, also irgendwas ist eben schief gelaufen. Noch vor einem Moment war alles gut. Komischer Zug. Jetzt schlägt er. Okay. F5 kann ich machen. G4. Nicht so überzeugend. Da war bestimmt mehr dran. Oh shit.
ich wollte ihn natürlich nach H3 stellen. Ah, ärgerlich. Ja, die Partie muss ich nicht verlieren. Das war ärgerlich. Okay. Kein Sizilianisch mehr. Genug. Eine interessante Spanisch-Variante. Zumindest in der Praxis finde ich das recht angenehm zu spielen. Aber es ist natürlich sehr komplex, keine Frage. Das macht Sinn. Der Läufer. Naja, vielleicht habe ich das nicht richtig gespielt. Dame F6, also habe ich F4. Zum Glück Läufer F4, Turm F1. D5. Das ist jetzt aber komisch. Gut, ich muss den Läufer decken, leider. Aber auch so sieht das ziemlich vielversprechend aus. Na gut, nicht so klar. Mein König ist auch ein bisschen schwach, von daher. Der Läufer beißt ein bisschen auf Granit jetzt hier, auf der Diagonale. Springer C5, Dame E7, Springer D5, Dame D6. Springer C5, wahrscheinlich Dame D4. Dann Turm D8. Springer C5 sieht eigentlich sehr logisch aus. Okay, jetzt überlegt er sehr lange. So kritisch ist seine Stellung allerdings nicht. Ist ein bisschen seltsam. Vielleicht Springer C5, Dame C2. Vielleicht, um hier eine Festung aufzubauen auf der C-Linie. Ach, bin ich dran? Oh shit, das ist natürlich peinlich. Okay, dann sollte ich schnell mal einen Zug spielen. Das ist natürlich sehr peinlich. Hat König H8 so schnell gespielt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Oh Mann. Okay. Das hat die Sache natürlich jetzt erheblich erschwert. Ah, Dame A7 Schach. Dammit. Dammit.
Na, das ist hoffnungslos, leider. Ach Mann, das war wirklich ganz bitter, ganz dumm gelaufen, dass ich da die Zeit so 1 Minute 20 ihm geschenkt habe. Meine Güte, das war ganz unnötig. So. Okay. Jetzt heißt es mit Schwarz mal einen Punkt machen am besten. Okay, er macht wieder den. Ist auch ein bisschen komisch. Gut, ist die Frage, wie gut der Springer auf D4 steht. Ja. Der Bauer hängt. Der Bauer hängt. Hat er jetzt auch gemerkt. Jetzt kann ich Springer B4 spielen. Okay, wenn du den schlagen willst. Kannst ihn gerne nehmen auf B4. So. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich meine Türme verdoppel. Will er G4? Das glaube ich nicht. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was er will. So, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Springer B6, Läufer E7. Jetzt dringe ich ein auf der zweiten Reihe. Springer G3, G6. Hier passiert nichts. Okay. Oh, shoot. Das war nicht gut. Aber ich habe definitiv Kompensation. Weil seine Figuren so seltsam stehen. Ich habe die beiden Läufer. Aber das musste jetzt nicht sein, dass ich einfach die Qualität abgebe. Da B2. Wow. Das ist schon sehr. Dame schlägt C2, Dame D7 oder was? Okay, also tausche ich. Mit Turm D2. Ist Turm D2 schlau? Ich sollte auf jeden Fall einen Zug machen. So, was ist jetzt hier los? Ich denke, schlechter stehe ich nicht. Er hat keine Einbruchsfelder mit dem
Ah, er kann Dame H6 spielen. Will er auf Gewinn spielen? Scheint mir sehr seltsam. Dame G8. Verdammt! Da wollte ich mal einen Sicherheitszug machen und dann stelle ich alles ein. Verdammt. Ja, das war's leider. Ah, Mann. Hier passiert nichts weiter. Okay. Auch das eigentlich keine schlechte Partie, aber dann, als es kritisch wurde, ja, war mein König ein bisschen offen und dann habe ich nicht die richtige Fortsetzung gefunden. So, jetzt heißt es zurückkommen mit Weiß. Spielen wir mal D3. Solid. Ganz solid. Ja, D4 war ein bisschen verfrüht. Das musste jetzt nicht sein in diesem Moment. Die Stellung ist hier nicht viel für mich, wenn überhaupt. H4, okay, gut. Ja, vielleicht spielt er F5. Ja, das ist schon nicht so dumm.
Leider. Ich muss aufpassen mit meiner Zeit. Ist ein bisschen wenig. Okay. Rami. So, jetzt darf ich keine Partie mehr verlieren, sonst verliere ich das Match. Das ist nicht gut. Okay. An den Öffnungen liegt es, glaube ich, nicht. Bisher. Die Öffnungen laufen relativ vernünftig, würde ich sagen. Aber danach, in der späteren Partiephase, kommen häufig Fehler von mir. Das jetzt so schlau war. Na gut. Gut, ich komme zu D5. Das ist, denke ich, ganz vernünftig hier. Aber dass er mich mit A5 festgelegt hat, stört schon ein bisschen auf jeden Fall. Ja, direktes Tauschen war nicht unbedingt nötig. Ich wollte gerne den hier spielen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das gut ist. Gut, er schlägt sehr schnell. Er hat jetzt das Feld natürlich D5. Ja, wahrscheinlich war B5 nicht gut. Ja, jetzt Springer E3 sieht ziemlich vernünftig aus. Okay. So, jetzt habe ich immerhin diesen Trick. Oh, der Dame ist gedeckt. Das war's. Das war's. Die Dame ist gedeckt vom Springer. Okay, tja. Ja, es lief ganz gut am Anfang, aber dann hat er das Ruder übernommen. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr den Weg zurückgefunden. Also Glückwunsch an Arthurs, der dieses Match gewinnt. Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen. Genügend Chancen waren auf jeden Fall da, aber ich glaube, immer in der kritischen Partiephase war ich ein bisschen entweder zu langsam oder vielleicht ein bisschen einfach nicht gut genug, wie man es auch nimmt. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank an Chess24, die diesen Bente Blitz Cup organisieren. Da können wir alle sehr dankbar sein, dass es so ein Event überhaupt gibt und man den stärksten Spielern der Welt, unter anderem den Weltmeister, über die Schulter gucken kann. Oder nicht nur das, sondern auch seine Gedanken hören kann. Ich habe jetzt nicht so viel geredet, ihr habt es gesehen. Ich habe mich hier voll drauf konzentriert. Am Anfang hat das auch gut geklappt, aber gegen Ende hin nicht mehr so gut.
Ich schaue mal kurz in den Chat, was ihr da geschrieben habt. Okay, alles klar. Okay, keine weiteren Fragen. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es kann sein, dass heute noch ein Match da ist. Auf Chess24 müsst ihr einfach mal schauen. Und ansonsten könnt ihr gerne auf meinem Kanal noch weitere Videos finden. Unter anderem vom World Cup. Analysen. Ich check diesen. AfD will es noch nicht. Okay, ich bin nicht in der Partei AfD, das natürlich nicht. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht's gut. Ciao.